Donnerstag, 23.43 Uhr, 114,00 mm. So ist er laufen. Ja. Naja. Lauren? Es tut mir leid, Scott. Sie hätten auf mich hören sollen, Mr. Shelby. Ich sagte Ihnen doch, Sie sollen aufhören. Ihr Sohn ist ein Serienkiller. Wie viele Menschen soll er denn noch umbringen? Gordy hat Fehler, aber er ist mein Sohn. Sie haben keine Kinder, Mr. Shelby. Sie verstehen das nicht. Sie lassen mir keine Wahl. Die Ermittlung ist vorbei. Für immer. Oh Gott. Dass er noch lebt, ey. Lauren! Lauren! Ja, ne? Keine Zeit für Gedanken. Verdammter Idiot! Das funktioniert nur, wenn ich die Zündung einschalte. Funktioniert das noch? Scheiße. Ich bin so dumm. Verdammt. Verdammt. Ach so, L. Okay. Ah, verdammt! Ich bin so ein Hirni. Links, rechts, später habe ich halt auch. Scheiße. Jetzt ab. Du Heinz. Gar nicht. Okay. Tja, dann gibt's jetzt wieder einen Toten mehr. Bastard! Ich bring ihn um. Eigentlich mehr ungewollt, aber wahrscheinlich war es trotzdem die klügere Lösung. Lade? Seine Wut bringt meinen Controller zum Zittern. Oh. Wie geil. Thank you.
der Vollidiot. Halt. Hab doch Kreis gedrückt. Oh, als Viereck vorhin auch. Ich bin so schlecht. Momentchen mal. Da bin ich wieder. Freitag, 9.07 Uhr, 126,95 mm. Hallo, ich suche das Zimmer von Anne Shepherd. Bitte tragen Sie sich ein. Mit Vergnügen. Gehören Sie zur Familie? Ja, das könnte man sagen. Oh, sie freut sich bestimmt über Besuch. Bis jetzt war noch nie jemand da. Sie hat Alzheimer, sie erinnert sich kaum noch an etwas. Aber sie wird sich freuen, bestimmt. Zimmer 19, am Ende des Gangs. Danke. Ich habe nicht mehr verstanden, als ihr Zimmer liegt am Ende des Gangs, aber ich denke, das reicht schon aus. Hoffe ich. Weil mein Bruder gerade seine Haare geföhnt hat oder was auch immer. Hier ist das Ende des Gangs. Ist das jetzt noch endlicher oder? Hier ist kein Zimmer mehr. Gut, ich denke mal, es war dann das andere hier so, dann hier so das oder so. Hallo, Mrs. Shepherd. Ist es denn schon Zeit für die Tabletten? Nein, Mrs. Shepherd, ich... Meine Tabletten kommen nie pünktlich. Ich weiß nicht, was die hier machen. Im anderen Krankenhaus waren sie immer pünktlich. Aber hier... Ich heiße Madison Page. Ich bin Journalistin. Ich hätte da ein paar Fragen zu Ihrem Sohn. Ich bin überhaupt nicht gerne hier. Das Essen ist nicht besonders gut. Ihr Sohn hieß John? Mein Johnny. Er ist ein wirklich guter Junge. Damals der Unfall am Carnaby Square. Erinnern Sie sich? Carnaby Square? Da habe ich mal vor langer Zeit gewohnt. Wir hatten damals nicht viel Geld, wissen Sie? Wir mussten mit sehr wenig auskommen. Ihr zweiter Sohn, Mrs. Shepherd, Johns Zwillingsbruder. Wie ist sein Name? Zweiter Sohn? Ich habe gar keinen Sohn. Ich hatte niemals Kinder. Mrs. Shepherd, Ihr Sohn ist vielleicht in Mordfälle verwickelt. Sie könnten etwas wissen, was den Ermittlungen weiterhilft. Sind Sie die Schwester? Wo sind die Tabletten? Die macht's einfach nicht einfach. Ihr einer Sohn hieß John und der hatte einen Zwillingsbruder. Haben Sie die Tabletten? Es ist Zeit für meine Tabletten. Alter.
Erinnern Sie sich, Mrs. Shepherd. Wissen Sie noch, dass Johns Zwillingsbruder nach dem Unfall zu Pflegeeltern kam? Wie hieß die Pflegefamilie? Ich wollte einen Fernseher haben für mich. Sie sagten, das Geld reicht nicht. Schade. Ich liebe es, Fernsehen zu schauen. Ihr Sohn hat Probleme, Mrs. Shepherd. Er hat schlimme Dinge getan. Ich muss ihn finden. Verstehen Sie das? Schlimme Dinge, haben Sie gesagt? Er hat mich nie besucht, wissen Sie? In 10 Jahren, nie. Man vergisst doch seine Mutter nicht, oder? Sie bekommen nicht oft Blumen, Mrs. Shepherd. Nein, aber ich liebe sie. Mein Sohn weiß, dass ich sie liebe. Er wird mir welche bringen. Sind das Ihre Kinder, Mrs. Shepherd? John und sein Bruder? Sind sie das? Sie sind gute Jungs. Ihr Vater hat sich nie um sie gekümmert. Immer war er betrunken. Die beiden hatten es wirklich nicht leicht. Machen Sie diese Origami-Figuren? Meine Papiertiere. Stundenlang spielten sie mit ihnen. Ich habe meinen Jungs gezeigt, wie man die macht. Ja, Ihre Jungs, Mrs. Shepherd. John und... Wie hieß sein Bruder nochmal? Welcher andere? Ich hatte nur einen Sohn. Alter. Johnny. Ich glaube nicht, dass das noch was wird. So, halten. Ich mag Origami. Das ist nicht meine Lieblingsfigur. Neuer Versuch. Ich hätte es ahnen müssen. Ich mag Origami. Das ist nicht meine Lieblingsfigur. Durch. Das ist sowieso die letzte, die wir ausprobieren. War 100 pro. Achso. Ja. 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 Eigentlich habe ich gar kein Problem mit links und rechts, aber irgendwie... Oh, Sie können auch die kleinen Hunde falten. Gott sei Dank. Meine Kinder liebten Origami. Ich habe es ihnen gezeigt. John liebte die Hunde. Er nannte sie immer alle Max. Max, Max, Max.
alle mit dem gleichen Namen. Ich konnte ihn nicht davon überzeugen, dass nicht alle gleich heißen können. Er nannte einfach alle Papierhunde Max. Lustig, oder? Diese Frau ist vielleicht die Mutter des Origami-Killers. Ich muss irgendwie ihr Gedächtnis anregen. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich werde hier nicht mehr erfahren. Ihr Gedächtnis kommt zurück. Jetzt nicht aufhören. Erinnere dich. Es dauert Tage, den Namen der Adoptiveltern ihres Sohnes herauszufinden. Sean Mars wäre bis dahin tot. Das heißt, ich soll es jetzt lassen oder nicht? Das habe ich nicht so ganz verstanden jetzt. Ich will das Spiel endlich durchhaben, weil ich mich dafür interessiere, wie es ausgeht. Spricht Mrs. Shepherd über ihre Vergangenheit? Sie ist nicht immer ganz klar, aber sie erinnert sich manchmal an Details. Wenn sie etwas sieht, was sie an früher erinnert, zum Beispiel. Hat sie jemals von ihren Söhnen gesprochen? Söhne? Ja, sie spricht oft von John. Er ist ertrunken. Und was ist mit ihrem anderen Sohn? Ich weiß von keinem anderen. Hat sie nie erwähnt. Ich suche den zweiten Sohn. Er wurde zur Adoption freigegeben. Er hat wohl einen anderen Namen. Gibt es vielleicht irgendwelche amtlichen Unterlagen von Mrs. Shepherd? Nein, da gibt es nichts. Nichts über die Familie. Wenn ihr Sohn adoptiert wurde, dann ist sie die Einzige, die es wissen könnte. Manchmal, wenn sie etwas sieht, scheint sich ihr Gedächtnis zu regen. Sie erinnert sich dann. Vielen Dank für den Tipp. Wie abrupt die Musik gerade aufgehört hat. Heißt das jetzt, wir sollen es einfach nochmal probieren, oder? Sie sagte, sie liebt Blumen. Aber welche? Zeig ihr Dinge, die sie zurückversetzen. Schauen, ob ich irgendwo Blumen herbekomme. Da vorne stehen Blumen. Die können wir doch jetzt. So können wir es nehmen. Bestimmt müssen wir jetzt eine Orchidee nach der anderen holen gehen oder so. Naja.
Wir werden es erfahren in der nächsten Folge von Let's Play Harry Raid. Bis dahin.